Eine sehr hitzige Diskussion, weil der palästinensische Fußballverband hatte den Ausschluss Israels gefordert. Und da gab es, der Blatter ist dann nach Nahost gefahren und hat Papst gleich versucht, Frieden zu stiften. Das ging für Israel. Als sich dann der palästinensische Verbandspräsident und der israelische in Zürich begegnet sind, haben sie sich die Hand gereicht, damit ist der Konflikt nicht gelöst. Aber von dem Ausschlussantrag ist nichts übrig geblieben. Diese Hoffnung habe ich, wenn ich irgendwo zum Sport fahre, dass Menschen am Ende so wie man da umgehen.